So, und damit herzlich willkommen zurück bei Little Nightmares. Ja, Leute, der Grund, wieso wir hier im Hauptmenü starten und nicht im Spiel selber, ist folgender. Ich wollte das kurz zeigen. Ich habe das mal kurz angeschaut und fand das noch mega süß gemacht und habe dann auch etwas gesehen, was noch interessant ist bei der Kapitelauswahl. Ich zeige euch das gerade, wenn die Ladezeiten nicht der Horror wären. Gut, schaut mal, wie geil das gemacht ist mit der Kapitelauswahl. Und dann seht ihr unten links, zoomen können wir. Und dann sehen wir die Collectibles. Eins von drei geknuddelte Wichte. Das tut mir leid, aber Statuen haben wir hier alle. Hier leider auch nur eins von drei, aber auch alle Statuen. Bei den Statuen sind wir alles gut dabei. Und das nächste Level ist die Küche. So, by the way. Und ich habe mich ein bisschen informiert bezüglich den Wichten. Es kommt ja manchmal vor, das haben wir auch schon gesehen, dass wir Wichte gesehen haben, die dann davongerannt sind. Wir sollten denen nachgehen und sie suchen. Und sobald wir sie finden, können wir sie dann drücken, sozusagen. Nicht erdrücken, ganz tätlich drücken, denn wir haben so viel Liebe zu vergeben. Und ich werde das versuchen, jetzt bei den folgenden Kapitel zu machen. Ich glaube, so viele Kapitel sind es nicht mehr. Ich glaube, ist jetzt eine Schätzung von mir, aber ich schätze, etwa 5 Kapitel werden es sein, weil die Spieldauer ist ja auch nicht allzu lange. So, und wir machen das hier, schon weiterspielen. Dann knüpfen wir direkt da an, wo wir aufgehört haben. Oh mein Gott, die Ladezeiten sind wie immer der Horror. Ich glaube, so das erste Mal habe ich, das haben die gar nicht gemerkt, habe ich die Ladezeit rausgeschnitten, weil es irgendwie 40 Sekunden lang ging. Das fand ich dann doch ein bisschen eine Zumutung. Obwohl das Spiel gar nicht so viel Speicherplatz nimmt. Nimmt gar nicht so viel Speicherplatz ein, aber ist trotzdem aufwendig gestaltet. Ja, das Level-Design, bis das alles geladen ist und so, kann schon einen Moment dauern. Ja, und das blinkende Auge von Medusa unten. Hoffen wir begegnen nicht noch mehr solchen. Nein, wir werden jetzt etwas anderem begegnen. Und zwar den Köchen. Den hässlichen, die uns zubereiten wollen. In der Suppe. So, und genau hier haben wir aufgehört im Lüftungsschacht. So, ich hoffe, ich kann das noch. So, eine Leiter. Wie machen wir? Ah, genau. Muss wieder ein bisschen die Steuerung erlernen, aber das geht ja schnell. Oh, oh. Ach du Scheiße, schaut euch den Schinken da an. Fleischerhaken. Oh. Darf ich mal durch? Dankeschön. Okay. Da geht's wahrscheinlich nicht lang. Ist nur so eine Vermutung. Licht? Nein? Können wir uns an denen festhalten? Nein, glaube nicht. Oh, hier ist einer heruntergefallen. Wir klettern einfach mal drauf. Wieso nicht? Es sind aber ziemlich große Körper. Viel größer als wir. Was ist denn das, was da eingewickelt ist? Ach so. Na los. Und hoppsala. Gut festhalten. Gut festhalten, Six. Da hinten hängen noch weitere. Da oben. Da oben ist der erste Koch. Ich hoffe, er hat uns nicht gesehen. Ich lass mal los. Ich hoffe, das war eine gute Idee. Da ging es zwar noch weiter. Oh mein Gott, schaut euch nur mal den Haufen an. Und wir haben schon wieder Hunger. Also an Essen mangelt es hier nicht, falls du das auch essen kannst. Da ist eine Ratte. Aber scheiße, ich weiß nicht, hätte ich nicht jetzt schon loslassen sollen? Scheiße. Ach.
schau mal kurz. Ich will nicht etwas verpassen. Ich probiere das kurz. Ich hoffe, wir starten nicht gleich wieder auf diesem Leichenberg hier, sondern ein bisschen früher. Das erste Mal, dass ich das sage. Dass hier hoffentlich kein... Oh mein Gott, doch. Schade. Schade, schade. Vielleicht wären wir auch einfach gestorben da oben. Und vielleicht können wir es noch erkunden. Ich weiß es nicht. So, komm, sie hängt fest. Ich will dich fressen, Maus. Was war das? Mausratte natürlich. Mäuse sind ein bisschen kleiner. Kann ich hier hoch? Kann ich hier hinten dran? Nein. Geht nicht, was liegt hier? Eine Mäusefalle, okay, die ist aber nicht scharf. Sonst hätten wir jetzt Schmerzen. Ach nein. Er gibt uns diesmal zu essen. Nein. Nein. Das machen wir jetzt nicht wirklich. Ich will es nicht tun. Alter, nein! Oh, ich betone nochmal USK 12. Alter! Ich finde Ratten süß. Alter, ich habe der direkt ins Genick gebissen. Six, ich habe Angst von dir. Vor dir, nicht von dir. Alter, was läuft falsch? Klar, sie hat Hunger, aber... Ach du Scheiße. Einfach mal genüsslich in die Ratte reinbeißen. Rohe Kost. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Hättest du einen Körper auspacken können und da reinbeißen, der wäre schon tot gewesen. So, ist hier hinten was? Nein. Und wie scheiße viele es von denen hat. Überall diese Körper, oder? Eben, sind alle verpackt. Ich weiß noch nicht, was da drin ist. Aber ich weiß, glaube ich, wie ich darüber komme. So. Eine Unmenge an Körpern. Da ist schon eine Blutspur am Boden. Kommen wir zur Metzgerei? Noch nicht. Bleib hier, die brauchen wir sicher noch. Und es schwankt alles. Ich glaube, das schwankt permanent. Mir ist es noch nicht so gut aufgefallen. Da können wir nicht durch. So, ich glaube, den Wagen, den brauchen wir. Aber den können wir nur schieben. Halt, halt, halt. Schön da geblieben. Nicht ganz einfach zu schieben. So. Und hoppala. So. Oh oh. Wir sind in der Speisekammer. Und ich höre schon den Koch die Messer schleifen. Ich habe Angst. Alter, hier hätte sie sich den Magen vollschlagen können. Schau dir mal an. Chilischoten, rote Beete. Was hat sonst noch? Da oben hängt noch Bohnen, Knoblauch. Wäre besser gewesen als eine Ratte. Und es kommt näher. Das Schleifgeräusch kommt näher. Okay, ich habe ihn schon gesehen, aber einen Moment. Okay. Hier können wir nichts machen. Können wir da unten durch? Thank you.
Noch ein bisschen Pfeffer, eine ganze Sache ein bisschen würzen. Okay, nein, kein Pfeffer, irgendetwas anderes, eine Aubergine oder so etwas. Okay. Pfeffer hat es da nebendran, Alter. Ich frage mich wirklich, was das für Fleisch ist. Fleisch ist. Sieht noch ein bisschen normal aus. Halt! Ich will dich drücken. Nein! Nein! Wie hat er uns gesehen? Hilf mir! Scheiße. Da hat er uns noch erwischt. Was macht er für Geräusche? Schwer zu fassen. Hey, kleine List gerade, wie gelingt es dir daran zu entkommen? Wir sind ja nicht entkommen. Was gibst du mir denn Erfolg? Aber ich glaube, er hat uns zweimal hintereinander versucht zu packen und beim ersten Mal noch nicht. Und das hat den Erfolg freigeschaltet. Wie hat er uns denn gesehen? So, diesmal verstecke ich mich nochmal. Wieso gehst du jetzt plötzlich da lang? Das machst du extra, oder? Ich hasse das, wenn die Feinde irgendwie meine Präsenz spüren und mir immer einen Strich durch die Rechnung machen. So. Psch, psch, psch. Ah, das sind zwei. Nein, seid doch ruhig. Verdammt, packt euch. Ja, nicht an die Suppenkelle kommen. Die Suppenkelle des Todes. Versteck dich da drüben. Geh weg. Der kommt wieder. Nicht an die Suppenkelle kommen. So, noch ein bisschen Pfeffer. Wo habe ich denn das Muskatnuss gelassen? Da drüben brodelt auch noch etwas. Da ist wieder ein Auge beim Ofen. Oh oh, oh oh. Gesundheit. Der geht immer an die Kochstation, wo wir durch müssen. Jetzt geht er natürlich an den Schrank vor uns, natürlich. Da ist das Muskatnuss. Oh oh. Wie rennen wir schon wieder? Oh, da ist zu, wir sind im Arsch. Wir rennen hier schon wieder. Wix, oder? Scheiße, ja, Wix. Boah, das war knapp. Alter, mach das Feuerzeug aus. Muss hier kein Leuchtsignal sein. Mach nicht die Backöfen zu, das macht Lärm. Mann. Nein, kalt. Doch, ich meine heiß, da unten bin ich. Mach mal auf hier. Wir schauen, ob das... Nicht nur hoch, nicht in den Topf. Aber ihr habt gesehen, da war eine Tür mit einem Schloss dran. Und ich glaube, eben unter dem Tisch hier sieht er mich, deshalb gehe ich gleich weiter. Aus dem Ricola, I Käse, schimmliger. So, aber ich schaue mich gleich nochmal da drüben um. Lecker Fischkopf. So, geben bitte ein bisschen nach links wieder. Das wäre sehr nett. Und die Büchse, die ihr gerade geholt habt, bleibt da in der Luft hängen. Finde ich gut. Die Schwebebüchse. Da ist verschlossen. Da oben ist ein Pfannenwender. Ich glaube, ich weiß, wo wir durch müssen. Ich glaube, ich weiß es.
Nicht die Weinflaschen umkippen. So. Ich weiß nicht, ob es schlimm ist, wenn er uns hier oben sieht. So, ich schaue mich gleich noch ein bisschen um hier. Hier ist Brot. Brot für die Welt. Und für fette Köche. Ups, war ich nicht. Ich glaube, der weiß, wo ich bin. Tot bin ich. Alter, das ist manchmal so schwer, das dreidimensionale Bewegen da. Scheiße, bin ich aus Versehen einfach runtergefallen. Oh, bitte sag nicht, dass wir... Oh, Gott sei Dank. Danke. Danke, danke. Und da ist übrigens noch eine Laterne, die... Keine Ahnung, ob das jetzt Checkpoints sind oder nicht. So, versuchen wir das mal besser zu machen diesmal. Ich gehe hier vorne durch, weil ich da mehr sehe. Na gut, lass es lieber oben. Wir müssen ihn ja nicht aufmerksam auf uns machen. So, schön in der Mitte des Balkens laufen. Da unten ist immer noch, sind immer noch zwei unserer Lichtfreunde. Ich weiß nicht, ob wir die drücken können. Ich habe sie nirgends mehr gesehen in der Küche. Wie kommt er hier hoch an die Fischvorräte? Wie will der hier hochkommen? Da ist noch ein Balken da hinten. Ach komm. Scheiße! Direkt hinter den keuchenden Koch. Oh, hätte ja ein Geheimnis da hinten sein können, aber da kommen wir nicht ran. Scheiße. Ach, war ja klar. War ja klar. Ich wollte nur kurz erkunden, aber das ist die Strafe dafür. Für meine Neugier. Okay. Nein, komm, gehen wir unten durch. Da ist der Balken breiter. War ich nicht. Wirklich. So. Nein, war falsch. Na komm. Gehen wir da oben durch den Lüftungsschacht. Und verzichten diesmal auf Erkundungen. Wer baut denn hier oben eine Toilette? Da oben ist ein hässliches Bild. Und wer lässt Seife am Boden in der Toilette liegen? Igitt. So, eine Schuhkerze? Wieso nicht? Hier, was soll denn das? Steht da sogar noch Soap drauf? Sehe es nicht. Da steht irgendetwas drauf. Palm. Was? Palm? Palme? Palmenöl? Seife mit Palmengeruch? Keine Ahnung. Ich kenne die Seife Palm Olive. Falls jemand die Marke kennt. Na komm, was mache ich? Ich komme gleich wichtig. Ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Haben wir etwas zum Draufstellen? Nehmen wir gleich die ganze Toilette mit? Nein, glaub nicht. Wicht. Nein. Ich komme gleich, Wicht. Da gehe ich noch nicht rein. Hier kann ich nicht aufmachen. Ich höre jemand.
schnaufen.